Wir befinden uns gerade an der A92, an der Anschlussstelle Wörth an der Isar. Dort hat sich ein Unfall ereignet. Bei einer Verfolgungsfahrt ist ein PKW und ein Streifenwagen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und haben sich überschlagen. Es war so, dass sich das Ganze in Oberbayern im Bereich des Flughafens hat sich das Fahrzeug einer Kontrolle entzogen und dann ging die Verfolgungsjagd Richtung Niederbayern auf der A92 und auf Höhe Wallersdorf hat dann das Fahrzeug gewendet und fuhr wieder zurück Richtung München. Und dort waren mehrere Fahrzeuge beteiligt und haben diesen PKW verfolgt. Und auf der Höhe der Anschlussstelle Wörth an der Isar ist dann das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hat sich überschlagen, ebenso wie ein Fahrzeug der Polizei, ein Streifenfahrzeug, wo die Kollegen auch mittelschwer verletzt worden sind. Alle drei Personen sind in ein Krankenhaus eingeliefert worden, die sind mittelschwer verletzt. Mehr können wir jetzt zum Zustand nicht sagen. Mittlerweile ist klar, der 60-Jährige, der geflüchtet ist, ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und außerdem besteht ein Haftbefehl gegen ihn. Also das dürften die Gründe für die Flucht gewesen sein. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen kann sich natürlich auch noch weiteres ergeben.